So, liebe Leute, die Band fragt sich, gibt es was zu feiern? Ja, gibt es! Meine Einwohner haben einen neuen Berg bekommen. Ich denke mal, auch wenn es hier gleich anfängt zu stinken, Felsen kann ich machen und Berge. Also ich finde ihn echt gut gelungen. Ja, jetzt können meine Einwohner auch da hochklettern. Und ich finde, ich glaube, das hat einen schönen 3D-Effekt. Tja, also mir gefällt er richtig gut. Ja. Sonst gibt es eigentlich bei mir nichts Neues. Ja. So, mal sehen, was ich jetzt noch machen kann. Gut, jetzt kommt eh erstmal Weihnachten. Muss ich beim Söhnchen noch ein bisschen was unternehmen. Der hat jetzt Ferien. Und seine Zeit wieder hier nicht verbringen. Ich verstehe es nicht. Na gut. Das ist so eine Vater-Sohn-Sache. Die Söhne wollen nie das machen, was die Väter wollen. Egal. Tja. Also, ich muss sagen, mein Berg gefällt mir. Aber was mir richtig gut gefällt, das ist so meine Bubu-Ecke. Die finde ich richtig cool hier. Ich bin hier schon ein paar Mal drauf eingeschlafen. Liegst hier, guckst du deine Loks an und naja. Der Krach. Irgendwann schläfst du ein. Ist wie im Flugzeug fliegen oder Bahn fahren. So. Müssen wir mal wieder ruhig sein hier. Tja. Oh. Mir fällt da wirklich nichts ein, was ich euch noch erzählen könnte. Doch, das muss ich loswerden hier. Ich habe heute Eisenmann und Co. geguckt und ich fand das so geil, wie der Martin versucht hat, seinen Sohn zu überzeugen, dass der Zug, den ihm der Händler ja so nahelegt, er kaufen soll. Und das Argument, der Händler meint auch, ich soll es kaufen. Das fand ich so geil. Ich habe vor Lachen quer gehoben. Na egal. Ich kann Martin ja verstehen. So ist das. Ah. Ist schon ein schönes Hobby, oder Leute? So, in diesem Sinne, falls zu Weihnachten ist, nochmal die Kirchenglocken. Und dann beende ich das hier auch gleich wieder, damit ich euch nicht so lange aufhalte.